Nicht genug Arbeiter bei der Ziegelei. Ja, Arbeiter und... Dabei habe ich doch übelst Häuser gebaut hier gerade. Die müssen doch irgendwo hin sein, die Leute. Achso, man könnte mal hier gucken. Fisch ist genug da. Brot könnte mehr sein. Brotproduktion gleich null. Was ist denn da los? Scheitert das jetzt am fehlenden Getreide? Jetzt produzieren sie wieder. Produktion ist weniger als der, also weniger als der Verbrauch. Das ist eigentlich auch nicht gut. So, ist es jetzt hier schon der Fleischzug? Ne, die bringen Kartoffeln. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich mal einen Schwung Bäcker, damit hier mehr Brot zur Verfügung steht. Damit die Leute auch glücklich sind. Guck mal, ich mache einfach hier eine zweite Reihe auf. Das müsste doch eigentlich gehen. So, was hat die Bäckerei für Kosten? Wartung 1000. Na gut, wir sind 2000 im Plus. Dazu noch ein Lager. So, jetzt haben wir 360er Brotproduktion. Okay. Das heißt, das wird jetzt nach und nach eigentlich eher mehr werden. Kleidung ist auch eher so grenzwertig gerade. Oh, eine Werkzeugmanufaktur. Ach, eine Werkzeugmanufaktur. Ah, damit kann ich aus dem Stahl endlich mal was Sinnvolles machen. Vorher baue ich nochmal Kleidungsladen hier hin. Oh, das scheitert mal wieder am Stein. Und wahrscheinlich auch an der fehlenden Baumwolle. Ja, die ist leer. Aber aktuell keine Probleme. Aber wahrscheinlich müssten wir hier den Bahnhof auch nochmal vergrößern. Na gut, wenn wir jetzt einen Werkzeugmacher haben. Die Frage ist, kann ich den einfach so bauen? Ich jetzt hier hinstelle. Scheitert am Holz, super. Wo ist denn der Werkzeugmacher? Das nimmt jetzt schon wieder Dimensionen hier an. Das Lager hat noch eine Dreierkapazität. Kommen wir einfach mal zwei. So, fangen die jetzt auch direkt an oder muss ich denen den Stahl anliefern? Ich sehe schon, ich muss denen den Stahl anliefern. Ach nee, Moment, das hat er irgendwas abgezogen. Brauchen die hier irgendwie mal Stahl in der Siedlung? Nee, ne? Käse wollen sie haben. Oh, jetzt haben wir das Bier freigeschalten.
Oh, eine Hopfenfarm, Brauerei, mittleres Lager, Handwerker Steinmetz. Ich glaube, das war dann so langsam die Stelle, wo wir beim letzten Mal dann aufgehört haben aufgrund von ja, Problemen. So, Stahl. Dann bringen wir doch einfach mal Stahl hier runter. SM2. So, macht dort einfach. Ich denke mal, vollladen. Das sollte bestimmt gehen. Oder an. Achso, damit die sich dort nie blockieren, mache ich hier nochmal für verstrichene Zeit 30 Sekunden rein. Das ist das längste, eine Minute. Und dann machen wir einfach hier entladen. Für leere Fracht oder für verstrichene Zeit nochmal 20 Sekunden. Kohle müsste er ja von hier kriegen, genau, das geht. Oh, hier ist ein kleiner Stau. Stahl, ne, sind die hier. So, halt, zack. So, was machen wir da? Einfach ein Viererwagen, würde ich sagen. So, Abfahrt. Tja, vielleicht sollte man für die Holzzüge doch wieder irgendwie eine exklusive Linie bauen, die einfach hier so außen rumführt als Expressstrecke, dass die ja nicht durch das Getüdeln müssen. Holz ist jetzt... Oh, Produktion zu niedrig beim Holz. Eieiei. Dabei ist das Lager voll. Ich glaube, wir müssen ja vielleicht doch auch auf die langen Züge gehen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier beim Stahl zu. Wenn er mal ein bisschen Gas gibt nach oben. So, ist voll. Fährt runter. Passt auch vom Sprit her. So, jetzt müssten die eigentlich hier anfangen. Genau, jetzt stellen sie Werkzeug. Hier haben sie auch Stahl drin. Werkzeug kommt. Die Frage ist, wer braucht überhaupt schon Werkzeug? Ich glaube, so richtig die Werkzeugnachfrage gibt es ja noch nicht. Oder ist es einfach nur generell für die Verbesserung? Markenaufwertung verfügbar. Ich würde gerne die Lagerhalle aufwerten, damit es einfach mehr reingeht. Ja, Kartoffeln müsste man, glaube ich, auch nochmal erweitern. Oh, Stein pro Minute. So, wie sieht's denn aus? Klamotten fehlen. Liegt daran, dass die keine Dings haben. Das heißt, das, was hier drauf geht... Achso, ich könnte auch einfach mal hier eine Route setzen, dass der dann irgendwann sowieso mal losfährt. Grüße gehen raus an... Welcher Zuschauer war das, der immer schreibt, hier die Routen passen nicht. Nee, das ist Quatsch für... Nee, ich will eigentlich für eine verstrichene... Mach mal 30 Sekunden. Ich glaube, bis die da warten, bis es fertig ist, ich glaube, das ist auch nicht so die Knaller-Idee. Unabhängig davon mache ich hier eine Erweiterung bei der Baumwolle. Ja, Baumwollform. Bauen noch eine dritte rein.
Das bauen wir hier so hinten rum. Und wir brauchen dazu jetzt, glaube ich, 60, 180 müssten das jetzt sein, ne? Die wir hier brauchen. Achso, der kommt gerade an, dann lassen wir den noch schnell einladen. Wobei es natürlich blöd ist, dass das immer nie so hinkommt, dass man jetzt im Prinzip, wenn ich jetzt noch einen Waggon dranhänge. Ich brauche eigentlich zwei Waggons. Nehmen wir auch mal hier die neuen. So, jetzt nehme ich 200 mit, obwohl ich eigentlich bloß 180 brauche. Das ist so ein bisschen doof. Das heißt, 20 fahren da aus völliger Langeweile einfach so eine Runde. Und ich glaube, wir müssen hier wirklich nochmal... Wie sieht es denn hier oben aus? Läuft das hier? Ja. Jetzt müssen wir erst mehr unten. Das hier umbauen. Das heißt, das muss ein Stück... Das muss ein Stück rum. Wir müssen wahrscheinlich erst mehr abreißen. Ach ja, dieses mit dem Bauen hier. So. Dann, das scheinen die aber gar nicht zu brauchen, den Weg hier. Aber ich glaube, den habe ich mal gebaut, damit die hier kürzere Arbeitswege haben zum Bahnhof. Würde ja auch nicht dagegen sprechen, das wieder aufzubauen.